Also jetzt ist es wichtig, dass wir aus dem Schlamassel herauskommen, und das gilt vor allem für die Schulen. Man hat das letzte halbe Jahr nichts getan, den Sommer verschlafen, nichts vorbereitet. Und dieser Alibi-Aktionismus mit Showmanship, also mit Effekthascherei von Massentestungen, ist sicher nicht der Ausweg, aber es wäre längst einer der Auswege gewesen, wenn man in den Altersheimen Insassen wie Personal getestet hätte, vor Schulbeginn die Lehrer getestet hätte oder andere Hotspot-gefährdeten Gegebenheiten. Mit Lockdown und Shutdown erzeugt man nur Knockdown. Ja, und auch der Bildungsminister war dagegen. Das war die Effekthascherei des Kanzlers wie im Frühjahr, der dann aber gleichzeitig im Mai als erster noch ins kleine Walsertal gegangen ist und die Disziplin nicht beachtet hat, ohne Mundschutz, ohne Distancing und so weiter, also mit schlechten Beispiel vorausgegangen ist und dann auch die Nachtlokale seiner Freunde öffnen hat lassen. Wie sehen Sie die Regierung, die Auftritte, die Medienauftritte der Regierung? Was denken Sie sich darüber? Ja, das ist narzisstische Selbstdarstellung, Selbstinszenierung ohne die nötigen Inhalte. Aber das geht ja den Menschen schon längst wirklich gegen den Geist. Was wären Ihre Empfehlungen in dieser Krisensituation? Wie hätten Sie gehandelt oder haben Sie eine Empfehlung, was zu tun gewesen wäre? Also, zu tun gewesen wäre schon im Frühjahr und erst recht jetzt, wenn man ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gehabt hat, die Schulen offen zu lassen, aber vorzukehren, wenn die Schulräumlichkeiten nicht ausreichen, andere Räumlichkeiten anzumieten, die Schulen mit Lüftung aus Geräten auszutauschen, die Digitalisierung voranzutreiben, Schulungen zu machen, die Lehrpläne zu entrümpeln, also von der Dressurschule wegzukommen und eben den Unterricht im Sinne von Motto von Humboldt, lernen um zu lernen. Und das inzwischen lebenslanges Lernen vorzubereiten. Also da ist überall nichts geschehen und das ist längst überfällig und nur so werden wir die Zukunft bewältigen und den Rückstand aufholen können. Die Wirtschaft ist in einer nie dagewesenen Krise, 49 Milliarden. Die Regierung zahlt alles, koste es, was es wolle. Wie denken Sie über das? Ja, sie kündigt an und zahlt nicht aus. Also von ihr angekündigten 50 Milliarden sind bisher ungefähr 10 Milliarden ausbezahlt worden. Also eine Not und Hilfe schaut anders aus. Das kommt mir so vor, wenn jemand verunfallt auf der Straße liegt und zu verbluten droht, dass man ihm nicht die Blutkonserven gibt. Und von einem Wiederbelebungskonjunkturprogramm ist keine Rede und schon gar nicht von einem Umbau orientierten Zukunfts- und Fortschrittsprogramm, das mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil es längere Vorlaufzeiten hat, aber es muss begonnen werden und wie die Chinesen sagen, auch der erste, auch eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Man hat den Eindruck, das ist hilfloses Chaos, das sich im Alibi-Aktionismus der Selbstdarstellung, Selbstinszenierung und Selbstbeweihräucherung erschöpft. Ja, wie wird es jetzt überhaupt weitergehen? Wer wird das alles bezahlen? Zuerst einmal werden wir also diese negativen Kollateralschäden haben. Die Kurzarbeit wird auslaufen und das wird die Arbeitslosenzahlen und den Arbeitslosensockel erhöhen. Es wird eine Fülle von Geschäftsschließungen geben, im Einzelhandel, im Tourismus, im Taxigewerbe, um nur drei Beispiele zu nennen. Und das wird auch Folgen für die Banken haben. Man muss fürchten, dass bei Jahresmitte
die Banken möglicherweise 30 Milliarden fauler Kredite auf den Büchern haben werden. Also auch das wird einer Lösung bedürfen. Und als Folge werden wir, nachdem wir schon 20 Jahre schwache Staatsfinanzen hatten, weil wir die Zinsgewinne der niedrigen Zinsen für irgendwo verplempert haben, werden wir zerrüttete Staatsfinanzen haben. Weil es eben nicht so geht, koste es, weil es, was es wolle, sondern koste es, was nötig ist. Das ist ein großer Unterschied und die Differenz macht als Folge zerrüttete Staatsfinanzen aus. Dass das eine schwierige Situation überall ist, nicht zu bestreiten, aber das darf nicht zur Gefährdung der demokratischen Grundrechte, der Missachtung der Verfassung, der Ignorierung von Justiz und Parlament und überhaupt der Gefährdung der Freiheitsrechte führen. Also wir dürfen nicht in einen demagogischen und populistischen Autokratismus absinken. Dass das im Einzelfall eine schwierige Entscheidung ist, sei damit nicht bestritten. Und es braucht Spielregeln, so wie der Straßenverkehr eine Straßenverkehrsordnung hat, aber dennoch der Einzelne für seine eigene Fahrleistung die Eigenverantwortung trägt. Wie sehen Sie das, wie die SPÖ sich verhalten hat eigentlich während der ganzen Zeit? Haben Sie da etwas nicht genutzt, was Sie nutzen hätten können? Oder? Ja, ich würde mir schon lange wünschen, dass meine Partei mehr Profil zeigt und der Wählerschaft ein Zukunftsprogramm anbietet, das Hoffnung vermittelt, Mut verleiht und Orientierung gibt, um mit den anstehenden Problemen insgesamt, aber jeder Einzelne für sich fertig zu werden. Es gilt nach wie vor das Motto Leistung, Aufstieg, Sicherheit, aber es gilt auch das Motto Eigenverantwortung, Eigeninitiative, Eigenvorsorge. Was macht Ihnen am größten Angst in dieser Welt? Ja, wie wir mit den einerseits durch die Pandemie verursachten, aber andererseits selbstverschuldeten Kollateralschäden fertig werden und gleichzeitig an die Aufgaben uns machen, die notwendig sind, damit unser Planet, unser Global Village nicht untergeht. Ein berühmter Wissenschaftler aus Cambridge, Lord Martin Rees, hat ein Buch geschrieben, unser letztes Jahrhundert, und meinte damit, droht, wenn wir diese Aufgaben nicht erfüllen. Das liegt in unserer Hand. Aber die Gefahr müssen wir endlich erkennen. Und er sagt auch, dass unser Global Village zu viel Global Idiots hat. Und die sind vielfach in führender Position. Wie sehen Sie die freie Meinungsfreiheit, die jetzt war, also auch in den Medien? Am Anfang gab es ja sehr wenig, Am Anfang gab es eine strikte Message-Control, aber die hat sich inzwischen mehr oder weniger aufgelöst und die Kritik ist heute überall zu finden über die chaotischen Zustände und die dilettantische, über das dilettantische Krisenmanagement der Regierung. Wieso hören wir eigentlich so wenig Wissenschaftler, die jetzt auch, die da hinter diesem Krisenmanagement stehen? Was denken Sie? Ja, das sind wir schlimmer als der Trump, weil der hat wenigstens den Dr. Fauci zu Wort kommen lassen und in Deutschland kann man die Fachleute hören. Bei uns
sind sie geheime Reichsache, weil sich das scheinvirologische Quartett in Muppet, Muppet Show sozusagen selbst darstellen will.